Hat man ja auch nicht jeden Tag. Wir bauen uns jetzt erstmal den Balkon auf. Hier unten ist unten, das sagt relativ einfach. Der Balkon ist jetzt mal der Stuhl. Man muss ja irgendwie welche Hilfsmittel, das kann das Bühnenbild ja eigentlich richtig aufmachen. So, du kennst das ganze Vorspiel, du bist, was du da zu machen hast. Ne? Die hatte ich noch nicht, ihr habt euch noch nicht erkannt, wo das da Bibel steht. Ne? Also sieht schon mal erstmal gut aus von da oben. Ja? Und Romeo ist unten und kommt dann die Hochsumme ran. Das ist klar. So, dann würde ich mal sagen, Probe. Also erstmal sieht sie dich noch nicht und du darfst sie, sie darf dich noch nicht sehen. Du bist noch sozusagen weit weg, weil du dich noch nicht hast. Doch still. Doch still. Was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Osten und Julia die Sonne. Sie ist es, meine Göttin. Muss ich meine Liebe. Muss ich gleich mal eingreifen. Ein bisschen leidenschaftlicher. Doch still! Ja, genau, genau. Was schimmert durch das Fenster dort? Das ist der Ost. Und Julia, die Sonne. Und jetzt noch steigern? Sie ist meine Göttin, meine Liebe. Super. Jetzt. Aber nicht weiter sagen. Nein, nein, nein. Das ist eine Szene. Das ist nicht echt, ne? Oh, Romeo. Warum denn, Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Und jetzt kommst du vor. Ich nehme dich beim Wort. Fügt also bei Tanz und Sange sich zu drehen am Brandenburger Tage. Das ist sozusagen der Aktualitätsbezug der Inszenierung. Oh, holder Romeo, wenn du mich liebst, wünsche ich in deinem Arm mich zu drehen bei Tanz und Sang am Brandenburger Tage. Bisschen Leidenschaft, bitte. Ja.